Ja, ihr habt das gerade, oder Erik, du hast das gerade so sehr philosophisch, sehr weit das über, oder auch Kai, das übergeordnete Ziel. Jetzt mal ganz ehrlich, ich sitze da in der Controlling-Abteilung oder in der IT-Abteilung, habe da meinen Job im Großkonzern, habe mir gerade ein Haus gekauft, bezahle mein Haus ab, bezahle noch meinen Zweitwagen gerade ab, weil ich am Wochenende gerne Cabrio fahre. Interessiert mich das übergeordnete Ziel? Ganz ehrlich, ich will Geld verdienen und ja, muss ich das jetzt immer alles so übergeordnet und wir rennen da jetzt alle in dieselbe Richtung? Doch, ich glaube daran, ich glaube, dass die meisten Menschen, natürlich, du erreichst nie alle, ne, aber ich glaube, dass die meisten Menschen schon irgendwo wissen wollen, warum sie etwas tun und das ein Stück weit verstehen wollen. Da glaube ich tatsächlich dran. Und ich glaube auch, jetzt bleibe ich bei diesem Beispiel BI-Tool-Austausch. Ja, wir haben Tool A im Einsatz und irgendjemand sagt, es gibt Tool B. So, und wenn ich nicht verstehe, warum es jetzt Tool B gibt, dann ist es einfach schwer zu akzeptieren, weil ich dann immer sagen werde, aber Tool A tut doch alles, was ich will, das funktioniert und ich habe mich an die Bedienung gewöhnt, warum soll ich denn jetzt mit Tool B anfangen? Ja, wenn du aber kommst und sagst, wir müssen Tool B nehmen, weil Tool A ist abgekündigt, das wird es nur noch 2 Jahre geben, danach entwickeln die das nicht weiter und Tool B hat viele neue, schöne Funktionalitäten, außerdem passt das in unsere IT-Strategie und wir sparen damit Geld, glaube ich, dass viele, nicht alle, aber viele Mitarbeiter dann eher geneigt sind zu sagen, okay, ich habe da keinen Bock drauf, aber ich verstehe es zumindest und darum mache ich mit. Und wenn ich den betreffenden Kollegen dann auch noch eingebunden habe, wie ich zu Tool B gekommen bin, also ihm gesagt habe, hey, guck mal hier, Tool A ist irgendwie End of Life oder keine Ahnung was, wir haben jetzt sieben verschiedene Varianten vom Tool A und müssen überlegen, ob wir A, B, C, D, E, F nehmen und den dann mitgenommen hast, mit ihm geredet hast, ihm das erklärt hast und dann, ja, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute das verstehen, mittragen und dann auch bei den neuen Projekten, was ja erstmal mehr Arbeit ist, weil du hast ja schon ein bestehendes Reporting, musst es dann alles umziehen, musst eine Migration machen, musst nachdenken, also musst investieren, dass die dann schon auch bereit sind, die Investition mitzunehmen, mitzugehen, wenn du sie mitgenommen hast. Und das hatten wir ja auch in den Kommentaren gleich gesehen, dass wir eben Kommunikation und Mitnehmen von den Leuten, dann klappt das.